Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videopodcast aus dem Europaparlament in Straßburg. Ich komme gerade eben aus dem Plenum. Heute ist ein besonderer und wichtiger Tag für die Europäische Union, denn heute haben wir die neue Europäische Kommission für die nächsten 5 Jahre gewählt. Sie erinnern sich sicherlich noch, im Juli hatten wir bereits den neuen Präsidenten der EU-Kommission gewählt. Er heißt Jean-Claude Juncker. In den letzten Wochen und Monaten hat sich Herr Juncker auf Vorschlägen der Mitgliedstaaten ein Team von designierten EU-Kommissaren und Kommissarinnen zusammengestellt. Jedem einzelnen Kandidaten und jede einzelne Kandidatin haben wir in 3-stündigen Anhörungen im Europäischen Parlament, wie wir sagen, gegrillt. Einige Kommissare haben uns überzeugt, andere enttäuscht. Herr Juncker hat auf die Kritik des Parlaments dann auch reagiert und personelle und inhaltliche Änderungen an seinem Team vorgenommen. So hat er einen Ersatz für die slowenische Kandidatin Alenka Bratušek vorgeschlagen, die nach einer wirklich sehr schwachen Leistung bei ihrer Anhörung vom Ausschuss für Energie und Umwelt des Europäischen Parlaments abgelehnt wurde. Jetzt ist Maro Šefčovič aus der Slowakei zunächst designierter Kommissar für Verkehr und Transport, nun für das wichtige und strategische Portfolio der Energieunion zuständig. Sein Portfolio hat Herr Juncker der nachnominierten slowenischen Kandidatin Violeta Bulc anvertraut. Außerdem haben wir Sozialdemokraten nach tagelangen, wirklich äußerst harten Verhandlungen durchsetzen können, dass der erste Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, die Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung übernimmt. Er wird in der zukünftigen EU-Kommission für die Koordinierung aller Portfolios zuständig sein, die einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten können. Dazu gehören auch meine Schwerpunktbereiche Energiepolitik und die Klimamaßnahmen. Heute haben wir hier in Straßburg über die Zusammensetzung der Kommission als Ganzes abgestimmt, mit je einem Kommissar oder einer Kommissarin aus jedem Mitgliedsland der EU. Das Europäische Parlament hat mit fraktionsübergreifender Mehrheit für das 27-köpfige Kollegium unter der Leitung von Jean-Claude Juncker gestimmt. Darunter auch mit meiner Stimme. Ja, und in der zukünftigen EU-Kommission haben insgesamt 9 Frauen einen Posten als Kommissarin erhalten. Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen hatten von Anfang an deutlich gemacht, dass wir nur eine Kommission mit 9 Kommissarinnen auch zustimmen können. Ich persönlich finde diesen Frauenanteil, wie Jean-Claude Juncker außerdem, auch viel zu gering, zumal nur 2 von den 7 Vizepräsidentinnen von Frauen auch besetzt sind. Das kann eigentlich nicht sein. Und nach Jean-Claude Junckers Worten heute Morgen ist das wirklich, ich zitiere, lächerlich. Seine Schuld ist es nicht, es ist nun einmal die Nominierung auf die Mitgliedstaaten, darauf ist er angewiesen. Und die haben überwiegend, bis auf 2 Frauen, nur Männer nominiert. Ich bin zuversichtlich, dass die neue EU-Kommission unter der Leitung von Jean-Claude Juncker die EU wieder in die richtige Richtung lenken wird. Sowohl bei seiner Anhörung in unserer Fraktion als auch im Plenum hat er wirklich deutlich gemacht, dass er viele zentrale Anliegen der Sozialdemokratie teilt. Er hat unter anderem zugesagt, in den nächsten 3 Jahren bis zu 300 Milliarden Euro an zusätzlichen öffentlichen und privaten Investitionen für den wirklich dringend gebrauchten wirtschaftlichen Aufschwung in Europa zu mobilisieren. Die Juncker-Kommission hat keine leichte Aufgabe vor sich. Europa leidet momentan unter einer Vertrauenskrise. Die Bürgerinnen und Bürger haben kein Vertrauen mehr in das Projekt Europa. Und genau deshalb stehen wir heute vor einem Europa der letzten Chancen. Das hatte auch Herr Juncker noch einmal betont. Die Juncker-Kommission ist die Kommission der letzten Chance. Wir dürfen nicht in die Nationalstaatlichkeit zurückfallen. Das wäre ein Sieg der Euroskeptiker. Jetzt liegt es an uns, das verloren gegangene Vertrauen wiederherzustellen. Das kann uns nur, meiner Überzeugung nach, mit einer Politik gelingen, die orientiert ist an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger. Zusammen mit der Europäischen Kommission muss das Europäische Parlament aus einem Europa der Vertrauenskrise ein Europa für Bürgerinnen und Bürger kreieren. Ich jedenfalls freue mich, dass wir nun endlich eine handlungsfähige Kommission haben und dass wir auch endlich mit der legislativen wichtigen Arbeit beginnen können. So, das war es erstmal von mir. Bis zu meinem nächsten Podcast. Viele Grüße aus dem Elsass. Ihre Martina Werner.